Beim Projekt Altersheimnachmittage verbringen junge, engagierte Freiwillige des Jugendrotkreuzes Kanton Aargau in ihrer Freizeit zweimal im Monat einen Samstagnachmittag mit den Bewohnenden von Alterszentren. Dabei reicht die Palette der gemeinsamen Aktivitäten von Lotto- und Jazzturnieren über Gesangsstunden und Tanzanlässen bis zu gemütlichen Picknicks oder Gurzlibacken. In den letzten 7 Jahren besuchten jährlich ca. 30 Freiwillige etwa 100 Seniorinnen und Senioren im Seniorenzentrum Wasserflur in Küttigen und dem Alterszentrum Kehl in Baden. Das Projekt ist entstanden, um den generationenübergreifenden Austausch zu gewährleisten. In Zeiten, in denen es einfach bedeutend mehr ältere Leute gibt, ist es dem SRK wichtig, dass sich alt und jung treffen und miteinander etwas machen. Die Aktivitäten, die das Jugendrotkreuz hier im Seniorenzentrum Wasserflur in Küttigen durchführt, steigern die Lebensfreude der Bewohnenden. Es ist einfach eine Abwechslung. Ja, viele Jüngere kennen ja die alten Leute gar nicht und wissen nicht, wie wir hier leben. Es motiviert mich extrem, wenn ich andere Menschen glücklich machen kann. Es fasziniert mich, wenn ich Lebensgeschichten von den Personen erfahre. Ja, ich denke auch, sie lernen von uns Jungen, wie es so in unserer Generation läuft. Sie können aber auch von ihrer Generation erzählen. Ich bin viel alleine gekommen, dann ist man so eine Gesellschaft. Und manchmal ist es eben ein bisschen lustig. Die Altersheimbewohnenden sind relativ stationär und können sich nicht unbedingt bewegen. Aber wir jungen Freiwilligen, wir können zu ihnen kommen und wir können den Austausch garantieren. Ich lebe nach dem Motto, nicht nur sagen, ich mache etwas, sondern auch das in Taten umsetzen. Deswegen hoffe ich, dass noch mehr Projekte wie unseres umgesetzt werden.